Herzlich willkommen bei Franchise Direkt. Mein Name ist Sonja Dominikowski und ich spreche heute mit Uschi Dierdorf, Lizenznehmerin von Clean Skin in Ottobrunn und Rosenheim. Guten Tag, Frau Dierdorf. Ja, schönen guten Tag. Frau Dierdorf, wie lange sind Sie jetzt Lizenzpartnerin von Clean Skin? Also ich habe letztes Jahr im Mai habe ich den ersten Laden aufgemacht, in Ottobrunn war das. Und jetzt zum 3. November habe ich meinen zweiten Laden in Rosenheim eröffnet. Worin bestehen denn Ihre täglichen Aufgaben? Meine täglichen Aufgaben bestehen darin, dass ich Kundengespräche führe für tendenzielle Kunden, dass ich ein Beratungsgespräch mache, dass ich ihnen das Gerät zeige, dass ich erkläre, wie läuft eine Behandlung ab, was sind Risiken und mit was können sie rechnen. Was gefällt Ihnen denn an Ihrer jetzigen Tätigkeit am besten? In erster Linie, ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Ich habe auch einen sehr, sehr netten Kundenstamm mittlerweile gewonnen und das macht mir immer richtig Spaß mit denen. Man hat den Kundenkontakt und das ist mir mit am wichtigsten. Wie hat es denn mit der Unternehmensgründung an sich geklappt? Das hat wunderbar funktioniert. Also ich bin wunderbar unterstützt worden, halt eben von meinen Clean Skin Partnern bzw. von meinem Lizenzgeber. Wir hatten die Schulungen, ich bin bestens aufgeklärt worden. Was hat Sie denn im Vorfeld Ihrer Unternehmensgründung davon überzeugt, dass Clean Skin der richtige Partner für Sie ist? Ganz einfach, weil ich das ganze Projekt als gut empfinde, dass es einfach eine tolle Sache ist. Dieser Gedanke, die dauerhafte Haarentfernung. Es gibt tausend verschiedenste Varianten, Haare zu entfernen, aber nichts, was speziell dauerhaft ist. Ja, das ganze Konzept ist einfach toll. Und wie gestaltet sich heute der Kontakt zur Clean Skin Zentrale? Fühlen Sie sich dort als Lizenz immer gut betreut? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ständig Kontakt, wenn ich Fragen habe, wenn irgendwelche Probleme auftauchen sollten. Ich werde bestens unterstützt, also auch hier mit der Eröffnung hier in Rosenheim. Es gab ja doch das eine oder andere zu klären. Ich kann nicht meckern. Haben Sie denn auch Kontakt mit anderen Lizenzpartnern? Zum Teil, ja. Wir hatten jetzt zum Beispiel Ende Februar ein Meeting gehabt in Mallorca. Man hat also immer wieder Kontakt. Man hat die Telefonnummern untereinander, man tauscht sich aus. Welche Erfahrungen und Kenntnisse aus Ihrem vorigen Berufsleben helfen Ihnen denn jetzt bei Ihrer Aufgabe? Ich denke, der Kunde ist König. So habe ich es beigebracht bekommen. So habe ich es immer gelernt und auch gehandhabt. Ich möchte und muss Kontakt haben und das liegt mir einfach. Was für Personen oder Persönlichkeiten sind Ihrer Meinung nach denn am besten geeignet für eine Lizenz oder für eine Franchise-Partnerschaft? Ich denke, jemand, der den Willen hat, etwas aufzubauen oder mit aufzubauen, der eigenverantwortlich arbeiten kann, der aber genauso gut halt eben mit Kunden, mit anderen Menschen gerne zusammen ist. Wodurch bekommen Sie denn in Ihrem Beruf jetzt die meiste Bestätigung? Man muss natürlich viel dafür tun, aber es kommt auch viel zurück und das ist das Gute an der Sache. Wie lässt sich denn Ihr Beruf mit Ihrem Privatleben vereinbaren? Im Vorfeld lief es sehr gut. Jetzt mit der Eröffnung Rosenheim ist es ein bisschen schwieriger geworden, einfach weil ich im Augenblick jeden Tag nach Rosenheim und zurückfahre. Ich habe Rückhalt durch meinen Mann und der nimmt mir viel ab, wenn er denn zu Hause ist. Ist irgendwie am Anfang ist es halt eben wie bei vielen Sachen sehr schwierig, aber mit der Zeit kommt die Routine und das ist alles eine Sache der Organisation halt eben. Würden Sie das Geschäftskonzept Clean Skin weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Doch bin ich sehr von überzeugt und ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dierdorf. Ja, vielen Dank, sage ich Ihnen ebenfalls. Auf Wiederhören. Wenn Sie sich für eine Lizenz dieses Franchise-Gebers interessieren, besuchen Sie uns unter www.franchisedirekt.com.